Servus! Wir sind die Deadbeats, der Blues-Punk-Orchester aus Vorarlberg. Und heute zu Gast bei Fragen aus der Box. Gut, dann legen wir doch mal los. Schieß mal los, oder? Nimmst gleich die erste, oder? Das erste Zettel, oder? Was haben wir denn noch Schönes? Schick zum Italiener, Dosenbier am Balkon oder ganz anders? Wie sieht für dich das perfekte Date aus? Perfekte Date ist schon eine Weile her. Aber Dosenbier auf dem Balkon, das passt dann wirklich zu einem schicken Date. Ja, da würde ich schon eher zum Italiener gehen. Fein Italienisch. Fein Italiener. Eher Pizza, eher Nudeln. Vielleicht ein paar Muscheln voraus. Ja. Ich persönlich mag ja keine, aber. Ja. Aber vielleicht die andere Seite ja, dann, oder? Die andere Seite. Ja, tipptopp. Ja, klingt gut. So, mein Freund. Was läuft bei dir auf den Plattentellern gerade hoch und runter? Das kann ich genau sagen. Die neue Blues-Trap an der Platte. Oh, die ist gut. Ja, bist du dabei gewesen, wo wir sie gekauft haben? Schon das Geld verdienen müssen. Nein, zurzeit bin ich voll auf Blues-Trap und da ist es selber. Also, noch jetzt zwei, jetzt geht brutal viel los. Festgehen müssen wir es gut. Ja, ja. Sugar Ray, Sugar Blue. Der läuft momentan noch permanent im Auto. Mhm. Also, den kenne ich auch. Bei mir? Ja. Ah, bei mir läuft momentan ja, viel Daddy Long Legs. Aber eigentlich wäre die Frage für an dich gewesen. Ja. Egal. Aber Daddy Long Legs, ein Tipp für uns. Auf jeden Fall. Mhm. Gut. Nächste Frage. Was schätzt du besonders am Vorarlberg und was nervt extrem? Schöne Ländle. Das ist schon mal so schön. Das ist es passt auf jeden Fall nein, wir haben es schön bei uns, wir haben Berg, wir haben See, wir haben ab und zu mal schön Wetter. Und wenn es einmal regnet, dann wird es halt nicht kalt, aber ja. Nervt dort, ja, was nervt denn im Vorarlberg? Der Vorarlberg ist halt auch ja, ist ein bisschen ein Orgener. Aber ja, es gibt wahrscheinlich auf andere Ecke auf der Welt, die Orgener-Leute, die sagen sie von der Orgener halt wahrscheinlich immer. Ja, genau. Aber so ist nervt. Nein, nervt dort nichts. TikTok, das passt. Du knackst den Lotto-Jackpot. Was machst du als erstes mit dem Geld? Will niemand etwas erzählen? Nein. Keine Ahnung, was jeder tät. Das ist mal vorgegangen. Den Album produzieren lassen. Viel Musik machen, glaube ich. Aufhören zu arbeiten. Das wäre mal das Ding. Bloß noch das da, was man liebt. Ja, dann hat man wenigstens genug Zeit zum Musik machen. Lernen tut man gut und dann halt Musik ein bisschen anschieben. Dass man wirklich bloß noch das tut, dass man nichts mehr anders tun muss. Also dann gewinne ich im Lotto dann einen Gärtner für den Garten. Was davon. Ja, genau. Ja. Ein Gärtner für den Garten, Ding, muss man nichts mehr. Bloß noch Musik machen. Und mit der Family. Schönes Leben für. Das ist doch gut, oder? Dann gehe ich ins Auto fahren. Aber Gärtner brauchst du gar nicht, das selber rummachen, das kleine Rasen, was du hörst. Ja, noch eine andere Rase. Dann wohne ich in einem Schloss. Ah, du bist da. Das ist klar. Welche historische Person würdest du gern treffen? So kriege ich eigentlich immer so komische Fragen. Ja, das ist eine schöne Frage, sind das. Historische Person? Ja, der Elvis müsste man sicher getroffen haben, hätte ich gesehen. Hätte ich auch gesehen, ja. Du bist besten gleich in Kombination mit Michael Jackson zusammen, weil dann haben wir den King of Rock'n'Roll und den King of Pop. Genau, ja. Naja, sonst, ja, befasse mich weniger so mit der Geschichte eigentlich. Ja, die zwei sind sie, wir wären jetzt mal sehr am wichtigsten, hätte ich gesehen, mal für mich. Ja, gut. Ist das gerade wieder durch, oder? Wie geschnitten Brote. Tipptopp. Das läuft, mein Freund, das läuft. Schon wieder so eine super Frage. Das gibt es echt nicht. Wer hat die Frage ausgesucht? Hey. Wo würdest du wahnsinnig gerne mal noch auf Tour gehen? Boah. Überall dort, wo wir noch nicht gesehen sind. Amerika, Schottland, Australien, Japan. Weiß schon mal, aber das hätte ich mit Epiz machen. Ja, wäre gerne dabei. Aber Südamerika mal. Oder vielleicht Afrika mal eine Anfrage gekriegt. Ganz Südafrika. Verkaufsstadt, ja. Wäre auch schön. Eigentlich überall, wo wir noch nicht gesehen sind. Und dort, wo wir gesehen sind,
Vielleicht auch noch mehr. Europa haben wir ja keine Säge durch. Aber Amerika auf jeden Fall steht man sicher ganz oben auf der Liste. Und Japan. Oder eigentlich Japan. Japan. Ja. Also eigentlich haben wir schon einen kleinen Plan. Australien, Japan und dann. Ja, sowieso, das ist ja nicht so. Wenn man sowieso auf Australien über Japan fliegt, kann man ja gleich einen Zwischenstopp machen. Ja, genau. Oder lang 5-6 gute Konzerte. Gut. Muss ich, ja? Ja. Da muss ich gehört mischen da. Du darfst ein eigenes Festival planen. Welche drei Bands oder Künstlerinnen lädst du ein? Das wüsste ich auch. Das wüsste ich auch. Daddy Long Legs auf jeden Fall. Ja, gleich. Dann hätten wir Social D. Gut. Gute Kombination. Auf jeden Fall, ja. Das ist schwierig, wenn man nur drei Bands zur Wahl hat. Das ist das Problem. Ja. Ich hätte wahrscheinlich noch Genossi einladen. Ja, ich bin so jetzt nicht, glaube ich, noch nie da gewesen, oder? Nein, ich war noch nie da, nein. Ich glaube, glaub, in Zürich sind sie mal, das ist das Nächste gewesen, wo sie mal da sind. Also Vorarlberger Festival, nein, ich glaube, ich glaube, Büst Vorarlberg machen, muss nicht aufpassen mit dem Wetz. Nein, aber die drei hätte ich wahrscheinlich sicher einladen. Oder probieren zum einladen. Also wenn man Geld hat. Eben der Rote 6, da hätte ich vielleicht mal den, eben einen Blues Traveler mal holen oder sowas. Ja, dann müssen wir es zwei Tage machen. Das ist eine geile Geschichte. Das geht noch. Das geht noch. Zum's. Aber Budget, ja? Nein, das ist Budget. Das ist. Du kommst. Da haben wir jetzt einmal eine gute Frage. Du bist nicht groß mischen, gell? Da gibt es noch mal viel zu mischen. Welcher Gig ist dir besonders in Erinnerung geblieben und warum? Gibt es natürlich auch mehrere, aber einer war speziell. Als Kena Rock Festival in Bilbao in Nordspanien. Der war brutal. Der war riesengroß, ein Zelt, zuerst komplett leer. Dann innerhalb glaub, von zwei Songs war das Ding komplett voll. Aber es gibt auch aktuelle Gigs. Letzten Freitag haben wir Bregenz live gespielt, das war auch brutal gut gewesen. Oder im Kilkenny Festival in Irland haben wir ganz. Also einige super Konzerte gespielt, auch in Erinnerung geblieben, also gibt es ganz brutal viel. Leider sind die österreichischen Konzerte nicht so. Die beschränken sich von zwei, drei Jahren. Ja, vielleicht, muss ich jetzt nicht so in Erinnerung geblieben. Aber sonst haben wir schon jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre, letzten vier, fünf Jahre, gibt es einige. Aber das Kena ist hier das Top. Das ist eins von deiner Highlights. 100 ja. Punkte von 100 kann man das geben. Welches ist dein Lieblingstattoo an dir? Das ist jetzt eine gute Frage. Eigentlich sind alle geil. Aber das Lieblingstattoo ist hier oder Anker vorne. Das habe ich mit der Frau zusammen. Sie hat natürlich dann auf der anderen Seite. Aber das ist sicher dann, das Lieblingstattoo. Weil sie an alle anderen sind. Ja. Oh gut. Ich bin nur da oben. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass der. Ja, ja, da haben wir den Kollegen gerade auch noch verewigt. Ja, gut, top. So, haben wir den letzten. Den letzten aus der Box. Jetzt eine ganz gute, ganz gute. Stell dir vor, du hast 6 Monate Urlaub. Wohin geht's? Was machst du? Boah. 6 Monate Urlaub. Ein bisschen mehr wie jetzt erst. Mhm. Keine Ahnung, Wohnwagen. Also wenn ich 6 Monate Urlaub hätte, hätte ich Tour gehen. Und mit der Family im Prinzip nicht anders wie auf Tour gehen. Ein Wohnwagen oder sowas, durch Schottland rauf, dann würde ich Amerika quer durch. Aber Schottland, Irland oder so, Spanien. Natürlich der Lotto-Jackpot geht auch noch hilfreich. Ja, genau, ja. Also meine Frage kann man auch nicht sagen. Nein, aber Amerika quer durch mit der Family wäre auch super. Oder mit der Band. Aber Urlaub ist ja mit der Family eigentlich. Ja. Weil ich brauche es nicht sehen. Ja, das war's. Fragen aus der Box. Super Spaß gemacht. Hat uns gefreut. Dankeschön.